So, das sind wir wieder. Jetzt gibt es ein Interview, ein ganz besonderes, mit einem echten Rennfahrer. Er wird euch ein bisschen was von der Nürburgring-Nordschleife erzählen. Seid gespannt. Los geht's. Ja, ich bin der David Schneider. Hi. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Siegen. Das ist vielleicht manchen Leuten ein Begriff. Das ist in der Nähe von Köln. Ja, genau. Und ich fahre hier mit dem Golf. Starten wir in der VLN. Ich bin einer der Fahrer von dem Auto. Ja, und das wollte mal, ich wollte mich halt einfach mal heute bei euch und das Auto so ein bisschen vorstellen. Mhm. Genau. Jetzt sehe ich ja, du fährst ja in der VLN, sagst du. Vorne steht ADAC drauf. Was hat einen Hintergrund? Ja, ADAC steht noch da drauf, weil das Auto auch noch parallel in der RCN eingesetzt wird. Wir machen damit heute nur Taxifahrten im Rahmen der VLN, also heute Nachmittag. Und das Auto startet morgen nicht in der VLN, deswegen, sonst wäre natürlich der Gran Turismo-Aufkleber drauf. Aber genau, das ist der Hintergrund. Du bist jetzt ein Rennfahrer. Wie ist so dein Hintergrund? Wie hast du angefangen? Ja, Rennfahrer, ja, kann man sagen. Du fährst Rennen, ja. Genau. Ja, ich bin früher schon als kleines Kind viel Kart gefahren, aber jetzt nicht auf einem mega hochprofessionellen Level. Und das nahm dann irgendwann auch Ausmaße an, wo es dann vom Budget her auch eng wurde. Und dann habe ich etwas pausiert. War dann 2012 das erste Mal beim 24-Stunden-Rennen hier am Nürburgring an der Nordschleife. Ja, und dann hat mich das so gepackt und dann habe ich mir überlegt, okay, nur an der Strecke sitzen, zugucken, das bringt mir nichts, das musst du irgendwie selber machen. Ja, und dann bin ich halt so den klassischen Weg gegangen, Lizenz gemacht, immer etwas höher dann gestuft durch die RCN, die ich zuerst gefahren bin, dann die Permits gemacht, die ja speziell hier für die Nordschleife notwendig sind. Ja, und dann bin ich in der VLN gelandet hier, genau. Okay, und was für einen Wagen fährst du ganz genau jetzt? Was für ein Auto ist das? Ja, das ist ein Golf 6 GTI Cup. Der kommt ursprünglich aus Polen, wurde von Volkswagen Motorsport so als Cup-Fahrzeug aufgebaut. Und Serie ist ein Edition 35, also den GTI, den wahrscheinlich von euch auch viele fahren. Genau, und darauf wurde dann halt dieses Cup-Level aufgebaut, sag ich mal. Man sieht, dass halt hier die größten Unterschiede sind. Die Achsen sind breiter, deswegen haben wir auch hier die etwas monströseren Kotflügelverbreiterungen, einfach um das Rad abzudecken. Aus was für ein Material ist das? Das ist GFK, alles Leichtbau. Die Motorhaube ist auch GFK. Der Heckflügel hinten, alles Leichtbau. Ganz genau, das sind so die größten Unterschiede. Ja. Von Motorleistung her? Fahren wir ungefähr 330 PS. 330 PS. Was wäre jetzt zur Serie? Serie hätte das Auto 235. Okay, was ist jetzt der Unterschied zum, sagen wir jetzt, ein Golf R vom aktuellen Modell? Hat er eine Chance gegen den auf der Nordschleife? Ja, denke ich eher weniger. Also das hier ist schon wirklich ausgereifte Technik, wo wir auch viel Arbeit rein investiert haben in Setup-Arbeiten, was das Fahrwerk angeht. Und allein durch die Slick-Bereifung und durch den Leichtbau wird man da mit so einem gleichwertigen Fahrzeug von der Stange wird man wenig Chancen haben. Kannst du mal aufmachen? Ja, klar. Wie sieht's aus mit Regenfahren und magst du eher im Regen oder lieber, wenn es trocken ist? Gibt es da so Unterschiede als Rennfahrer? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also der Regenfahrer, so schlechthin bin ich jetzt nicht. Also ich stehe schon da drauf, wenn es trocken bleibt. Also ich habe gegen eine komplette trockene VLN-Saison gar nichts einzuwenden. Und in welcher Klasse fährst du hier in der VLN? Wir setzen das Auto in der FC3T ein. Das sind Fahrzeuge, Turbo aufgeladen bis 2 Liter Hubraum und halt stärker modifiziert. Also nicht mehr serienlarsch, sondern dann schon stärker modifiziert, genau. Gegen was für Fahrzeuge trittst du in der Klasse an? Wir haben teilweise auch Golfs sonst noch, Golf 5 hatten wir schon dabei, aber größtenteils sind es die TCR-Fahrzeuge, die bei uns mitfahren, genau. So, wie ist das so, wenn man jetzt so ein Rennen fährt und schaut man auch mal so einen Rückspiegel und wenn man dann auf einmal so ein GT3-Fahrzeug sieht, wie ist das gefühlt? Ja, das ist durchaus am Anfang doch ein sehr beklemmendes Gefühl, weil die Jungs haben ja doch durchaus hohen Geschwindigkeitsüberschuss. Ja, man muss halt einfach aufpassen, aber normalerweise sind die Jungs so schnell, da kann man nicht viel falsch machen, die suchen sich einfach ihren Weg rechts vorbei, links vorbei. Natürlich sollte man denen nicht direkt, wenn die unmittelbar hinter einem sind, denen in die Linie fahren, dann kann es natürlich auch schon mal knallen. Aber wenn man ein bisschen guckt, dann passt das eigentlich ganz gut. Aber am Anfang, wie du das schon sagst, ist das schon echt ein mulmiges Gefühl. Und wie ist das, wenn du fährst?
hast du dann so einen Tunnelblick oder siehst du auch so das Publikum manchmal so noch? Oder? Also ja, man sollte sich schon ja halt auf das Fahren an sich konzentrieren und natürlich die Streckenposten, wenn da entsprechende Fahnen geschwenkt werden. Aber wenn man runter ins Brünnchen fährt, dann sieht man auf jeden Fall auch die hunderte Leute da stehen oder manchmal vielleicht auch tausende Leute, das kriegt man schon mit, ja. Mhm. Ja, und was ist so dein Lieblingsabschnitt und welchen magst du am wenigsten? Am liebsten ist eigentlich so aus dem Karussell raus und dann hohe 8. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Und ja, was mag ich denn nicht? Das ist eine gute Frage. Ja, den Hatzenbach runter, so das Geschlängel. Da ist manchmal so, ja, finde ich jetzt auch nicht scheiße, aber ist manchmal schon echt ein bisschen tricky. Wie sieht es diese Saison aus? Mit der Platzierung oder mit den Punkten, seid ihr da zufrieden? Oder? Ja, wir sind mit denen, also auf Meisterschaft oder so, sind wir mit dem Auto nicht gefahren, aber mit den Platzierungen, oder was heißt mit den Platzierungen, mit den Rundenzeiten oder das, was wir als Fahrer umsetzen können mit Hilfe des Fahrzeugs, damit sind wir durchaus zufrieden, ja, definitiv. Ja. Und ist es ein teurer Spaß, wenn man Rennfahrer ist? Ja, gut, das ist teuer, ist natürlich immer Auslegungssache. Natürlich braucht man hier nicht mit 5 Euro hinzukommen, das ist schwierig. Aber ist halt auch komplett unterschiedlich. Also da eine Aussage über das Jahresbudget zu treffen, ist halt echt schwierig. Da kommt es halt auch so viele verschiedene Faktoren an. Ja, aber günstig, wie sich die meisten Leute das vorstellen können, ist es halt für Normalsterblichen nicht. Nein. Und wie ist es, wenn man jetzt in der Platzierung etwas zurückfällt, nachdem der andere Fahrer im vorherigen Stint ganz gut war? Gibt es da einen auf den Deckel im Team? Ja, ist oder? Natürlich ärgerlich. Das Gute ist, das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Also ich übergebe das Auto eigentlich immer auf halbwegs vernünftigen Positionen und wenn, dann fallen dann die anderen nach hinten weg. Ja. Wie viel wiegt so ein Wagen? Wie viel würde der Serie wiegen? Serie kann ich dir denn hundertprozentig sagen. Ich nehme an, irgendwas um die 1400 Kilo und das Auto hier wiegt ziemlich genau 1200 Kilo. Schauen wir uns das noch erstmal etwas weiter an? Ja. Also wie gesagt, wie ich eben schon angesprochen habe, natürlich die Kotflügelverbreiterung hier. Wir fahren große Distanzscheiben, um einfach die Spur breiter zu kriegen. Dann haben wir den Heckflügel hinten drauf, der uns halt Anpressdruck auf der Hinterachse gibt in schnellen Passagen. Sowas wäre dann zum Beispiel für Straßenzulassung wahrscheinlich nicht erlaubt, weil wir da einen... Schwierig, kann ich mir vorstellen. Außer man hat da irgendwelche Kontakte, aber da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Ja, ja genau. Wir können ja auch mal reingucken. Ja. Und zwar hier den zweiten Fahrersitz, den müsst ihr euch jetzt einfach wegdenken. Der ist halt, wie ich eben schon angesprochen habe, wegen den Taxigästen, die wir nachher noch fahren. Mhm. Normalerweise ist natürlich nur der Fahrersitz drin. Ja, und dann grundsätzlich, was man halt sieht, ist natürlich die Sicherheitszelle, die für uns Fahrer natürlich elementar wichtig ist. Dann haben wir hier hinten, wir fahren nicht mehr den Serientank, sondern hier hinten einen sogenannten FT3-Tank. Da passen 100 Liter rein. Was tankt ihr da? Was ist das für eine Mischung eigentlich in so einem Wagen? Ganz normales Super. Ganz normales Super? Genau, richtig. Okay. Nichts Besonderes. Ja, genau. Dann haben wir hier noch wichtig für uns Fahrer. Hier hinten ist so eine Art Feuerlöscher. Mhm. Dieser schwarze da. Ja. Und dann haben wir hier überall die Röhrchen. Die sind halt im Innenraum überall mit Düsen verteilt und im Motorraum. Und wenn wir jetzt als Fahrer, wir haben uns jetzt überschlagen oder sind eingeschlagen in die Leitplanke und das Auto fängt Feuer, haben wir die Möglichkeit, ich zeige euch das. Das hier ist die Steuerung von der Löschanlage. Die kann man hier scharf schalten und wenn dann irgendwas passieren sollte, kann man einfach auf den Knopf drücken und dann wird halt der Feuerlöscher ausgelöst und überall aus den Düsen wird dann halt das Fahrzeug innen und im Motorraum gelöscht. Genau. Ja, dann haben wir hier noch, das ist natürlich auch nicht so ganz Serie, diese analoge Tankanzeige. Die ist natürlich auch dem anderen Tank geschuldet. Da kann man mit der Serienanzeige nicht mehr so viel anfangen. Genau, hiermit schalten wir unser Dashboard ein. Das ist eigentlich so das wichtigste Instrument für uns, wo wir alle Parameter ablesen können, was den eingelegten Gang angeht, die Temperaturen von den Betriebsmitteln, die Drehzahl, die Rundenzeit wird uns da angezeigt. Genau, dann haben wir hier noch so einen Schalter. Damit schalten wir den kompletten Strom am Fahrzeug an oder ab, damit man da wirklich alles wegschalten kann. Und dann haben wir noch hier den Knopf am Lenkrad, der rote hier, das ist nicht der Schleudersitz, wie jetzt vielleicht manche denken, nein, sondern das ist der Funkknopf. Wir haben ja Funk im Auto und in der Boxengasse und da können wir halt auf der Nordschleife, können wir halt Funkkontakt mit den Mechanikern halten, falls wir irgendwelche Probleme haben oder falls die Mechaniker uns irgendwas mitteilen wollen, was wir so nicht direkt mitkriegen, sondern was die vielleicht gesehen haben. Genau. Und mit wie vielen Fahrern teilt man sich so ein Fahrzeug bei so einem VLN-Rennen? In der Regel sind wir zu dritt immer. Zu dritt? Also mit 3 Fahrern, genau. Das passt auch vom Tanken her immer ganz gut, weil es ist immer perfekt, wenn man so einen Tankstopp mit dem Fahrerwechsel verbinden kann, dass man nicht unnötig Zeit verliert, dass man eventuell einen Boxenstopp zu viel macht. Das ist halt immer, ja,
nicht ganz so glücklich dann ist. Aber das passt ganz gut. Gibt es dann auch so eine interne Regelung nach dem Motto, der schnellste fährt immer zum Schluss, im letzten Stint oder sowas? Das machen wir eigentlich immer recht spontan. Also so je nach Tagesfassung oder so. Mhm. Wir werfen keine Münze, sondern wir wählen uns da immer einig, wer den Start fährt, wer in der Mitte fährt und wer zum Schluss fährt. Das passt eigentlich immer ganz gut. Dann, ja, es gibt ja viele Zuschauer, also junge Zuschauer, die spielen auch gerne ja, Konsole, sag ich mal PlayStation. Und ja, du bist ja ein Rennfahrer, hast schon mal ein ja, Rennen auf der PlayStation oder Xbox gespielt. Ja. Und was ist so der Unterschied? Ja, habe ich auch schon gemacht. Also ich bin da eher, ich spiele dann Gran Turismo. Gerade was die Nordschleife angeht, meiner Meinung nach schon extrem hilfreich, gerade um die Streckenkenntnis zu erlangen. Ich meine, klar, die Höhen und Tiefen, die kommen in so einem Konsolenspiel nicht ganz rüber. Aber wie gesagt, man weiß, wo ist welche Kurve, ja, wo geht's rechts rum, wo geht's links rum. Das macht auf jeden Fall Sinn, würde ich auch jedem empfehlen. Vielleicht auch, bevor er mal Touristenfahrten machen will, auf jeden Fall mal ein paar Runden auf der Konsole zu spielen. Aber natürlich dann dieses im Rennen, dieses Feeling, die G-Kräfte, die auf einen wirken oder wenn das Auto anfängt zu arbeiten, was man dann im Hintern spürt, das kann natürlich so eine Konsole nicht vermitteln. Aber hilfreich ist es trotzdem, würde ich sagen, ja. Und fährst du auch privat mal Touristenfahrten? Ja, mache ich auch ab und zu, wenn ich, ja, keine Ahnung, vom Rennen oder so, wenn ich schon mal einen Tag vorher hier bin und Touristenfahrten werden da veranstaltet, fahre ich auch schon mal gerne. Ich fahre privat einen Golf 6R, also nicht ganz dasselbe Modell, halt mit Allradantrieb. Aber hab da auch ein bisschen was Fahrwerk, Bremse dran gemacht und damit fahre ich auch schon mal ganz gerne und macht halt auch mega Spaß. Ja. Und dem wärst du aber viel schneller als mit dem Golf 6R. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Hier steckt viel mehr Entwicklungsarbeit drin und ist alles viel besser aufeinander abgestimmt, was das Setup angeht. Ja. Genau. Und was macht dir dann mehr Spaß zu fahren? Ja, auf jeden Fall das hier. Ja. Wäre auch komisch, wenn das andersrum wäre. Und was ist so der Unterschied eigentlich so zwischen RCN und VLN im Fahrgefühl jetzt für den Rennfahrer generell? Das ist eine gute Frage. Also die RCN ist generell, ist ja auch eine Einsteigerserie, geht halt alles etwas entspannter ab. Man hat nicht die werkseingesetzten Autos, die GT3-Autos oder für die Profis unter euch die SP9-Autos, die in der SP9-Klasse fahren. Ja, hier das hier VLN ist natürlich nochmal alles eine Nummer professioneller. Hier wird noch ein bisschen härter gefightet wie in der RCN. Aber grundsätzlich, okay, in der RCN fährt man natürlich nur die reine Nordschleife. Hier bei der VLN fahren wir die Grand Prix-Strecke mit Mercedes Arena. Ja, das sind eigentlich so die größten Unterschiede. Genau. Ah, okay. Und wenn dich mal Fans live sehen wollen, nächste VLN-Saison bist du ja auch wieder da. Auf jeden Fall, ja. Und ja, wo kann man dich dann da finden? Ja, also natürlich hier immer im Fahrerlager. Hier springe ich immer irgendwo rum. Manchmal bin ich auch, wenn ich gerade nicht am Fahren bin, stehe ich im Brünnchen oder so. Einfach mal sprechen. Und gerne könnt ihr mich, da freue ich mich sehr drüber, wenn ihr bei mir bei Facebook vorbeiguckt unter David Schneider Motorsport. Da berichte ich eigentlich auch immer, da werde ich euch immer ja, am Laufenden halten, was meine Aktivitäten so angeht. Oder auf Instagram könnt ihr auch gerne gucken, David_2.0_Motorsport. Ja, da könnt ihr auch immer sehen, was ich so gerade mache oder wie die Planung für nächstes Jahr aussieht. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal einen Daumen nach oben da lasst. Das wäre cool. Okay, gut. Dann fährst du heute noch? Nein, ich fahre heute nicht mehr. Ich bin für heute durch. Ich werde jetzt nur noch den Rest des Tages entspannen. Okay, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast für die Zuschauer. Ich habe zu danken. Ja. Abonniert bei ihm, folgt ihm. Ich blende noch die Seiten ein. Und ja, dann ja, bis zum nächsten Mal wahrscheinlich. Würde ich auch sagen. Okay. Danke. Ciao. Ciao.